Hallo, in diesem Video zeige ich dir ein paar Dinge, die du beim Formatieren und Arbeiten mit Word 2013 beachten solltest, wenn du eine wissenschaftliche Arbeit oder ein längeres, umfangreicheres Dokument schreibst. Als erstes solltest du bedenken, dass du deine ganzen Formatierungen, bis auf ein paar Ausnahmen, alles mit Formatvorlagen durchführst. Die Formatvorlagen, die in Word zur Verfügung stehen, die findest du hier oben unter Formatvorlagen. Das hat den Vorteil, dass ich Überschriften definieren kann, dass jede Überschrift einheitlich hundertprozentig gleich aussieht und später daraus automatisiert ein Inhaltsverzeichnis generieren kann. Wenn ich dann ein Kapitel bei meiner Bachelorarbeit dazu nehme oder irgendetwas verschiebe, ändert sich das Inhaltsverzeichnis dann automatisch mit. Ich kann jetzt hier zum Beispiel unter PC-Anwendungen Mitschrift Titel vergeben und hier weise ich den einzelnen Überschriften die Überschrift 1 zu. Einem Unterkapitel, schauen wir mal, ob wir ein Unterkapitel finden in dem Dokument. Wir könnten beispielsweise hier sagen, folgendes benötigen wir im Zentraldokument, machen wir es Überschrift 2. Wir können sagen, was speichert eine .x, machen wir auch als Überschrift 2. Entwicklertools oder Aufbau Word definieren wir zum Beispiel als Überschrift 3. So, jetzt kann ich hergehen, beispielsweise wenn mir das Layout gar nicht gefällt, eine integrierte Vorlage hier ein Design zu nehmen, das mir gefällt, beziehungsweise hier, das ist glaube ich die oberste Ebene, ein Standard-Layout und das Ganze auf Standard-Formatvorlagensatz zurücksetzen. Ja. Jetzt schaut das Ganze schon mehr wie ein neues Dokument von Word 2013 aus. So, wenn ich jetzt diese Überschrift beispielsweise formatieren will, gehe ich auf die Überschrift hier oben, rechte Maustaste ändern. Ich kann hier beispielsweise die Schriftart ändern, stelle die zum Beispiel meinetwegen auf Cambria, wenn mir eine Serifenschrift besser gefällt. Und kann hier unten unter Format noch Absätze vor- und nachvergrößern und andere Dinge definieren, zum Beispiel, dass ich sage, die Überschrift steht immer rechts. So, ich sage automatisch aktualisieren, das kann aus meiner Sicht nie schaden, damit aktualisiert sich das automatisch, wenn ich die Überschrift irgendetwas Neuem, einem neuen Text automatisch zuweise. Die Formatierung wurde sofort übernommen. Das gleiche kann ich natürlich für die Überschrift 2 und so weiter machen. Wenn ich sie hier nicht sehe, was im Moment nicht funktioniert, dann klicke ich hier auf Formatvorlagen und kann hier noch weitere Optionen festlegen und unter Formatvorlagen verwalten mir nicht angezeigte Überschriften und andere Dinge anzeigen lassen. Ich sage jetzt zum Beispiel hier Überschrift 2 möchte ich, sagen wir, rot haben, automatisch aktualisieren, okay, und dann schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Perfekt, es hat funktioniert. Speichern wir das einmal. Speichern das jetzt einmal unter Version 2 im neuesten Format im DocX. Was zu beachten ist, Titel wird bitte nur fürs Deckblatt verwendet. Titel definiert jetzt, man könnte es Überschrift nennen, aber es ist für Word keine Überschrift. Denn das, was mit Titel formatiert wird,
landet nicht in einem Inhaltsverzeichnis. Einen Titel einer Arbeit möchte ich in der Regel nicht in einem Inhaltsverzeichnis drin haben, deswegen lasse ich das lieber. Wenn ich in einem Dokument eine Handformatierung drin habe, machen wir hier mal etwas Grausliches, dann kann ich mit Steuerung Leertaste die Formatierung rausnehmen. Gut, das funktioniert jetzt nicht ganz. Dann nehme ich mir hier die Button hier und sage alle Formatierung und löschen. Okay. Diese Highlight-Geschichte muss ich offenbar noch händisch entfernen. Grundsätzlich kann ich mit der Methode Formatierungen aus einem bestehenden Text entfernen. Grundsätzlich sollte ich mit linksbündig arbeiten. Falls ich in einem Text aus irgendeinem Grund Blocksatz verwenden möchte, dann bitte nur mit Silbentrennung. Um das als Beispiel zu demonstrieren, schreiben wir uns da hier irgendeinen Absatz hin. Mit ist gleich Lorem kann ich mir einen sinnlosen Absatz hinschreiben und definiere das jetzt ausnahmsweise per Hand als Blocksatz und sage dann unter Seitenlayout Silbentrennung, automatische Silbentrennung aktivieren. So, das sollte in der Regel so hier reichen und speichere das ab. Wichtig ist hier unbedingt darauf aufzupassen, wenn schon Blocksatz, dass die einzelnen Wörter auch korrekt getrennt werden. Im Zweifelsfall lasse ich lieber ein Wort in einer Zeile oder schiebe es ganz in die nächste. Ansonsten muss ich einen bedingten Trennstrich einfügen mit Steuerung und Minus. Das bewirkt, dass das Wort quasi komplett in die nächste Zeile geschrieben wird. Bei wissenschaftlichen Arbeiten verwenden wir in der Regel ein dezimales Nummerierungssystem, also 1, 2, 3 und so weiter. Ich möchte nun den Überschriften quasi ein Nummerierungssystem hinzufügen und das Ganze nicht händisch machen. Ich stelle mich dazu jetzt irgendwo in die erste Überschrift des Beispiels und sage hier unter Start, Absatz, Nummerierung, nein, unter, wie heißt das Menü, Liste mit mehreren Ebenen und wähle hier diesen Button aus, wo die ganzen Überschriften vorkommen, klick drauf und was sehen wir nun? Es werden automatisch zu jeder Überschrift eine entsprechende Nummer zugeordnet und den Unterüberschriften sollte dann auch eine Unterüberschrift zugeordnet werden. Wir sehen hier zum Beispiel, dass einer Unterüberschrift, hier haben wir eine Überschrift 3 zugeordnet, steht dann 6.1.1. Wenn ich hier wieder ein Kapitel, ein neues Kapitel schreibe, sagen wir was, Speicher JPEG oder irgend sowas, und ich weise wieder Überschrift 3 zu, folgt die nächste Zahl und so weiter. So, was speichert ein BNG? Ich weise das wieder zu und das passt sich automatisch an. Genau aus dem Grund versuche ich alles mit Formatvorlagen zu erlösen bzw. Überschriften von Word zuzuordnen, die es schon von Haus aus gibt, weil ich jetzt eine interessante Geschichte machen kann. Ich kann nämlich an den Anfang des Dokuments springen und hier beispielsweise einen Seitenumbruch einfügen und jetzt sagen, einfügen, Verweise Inhaltsverzeichnis, automatische Tabelle. Und nun habe ich automatisiert ein Inhaltsverzeichnis erstellt,
dass ich hier mit dem Symbol noch aktualisieren kann. Und das Inhaltsverzeichnis generiert mir Word automatisch, wenn ich irgendeine Überschrift ändere, hinzufüge oder was auch immer. Das kann ich grundsätzlich schon so verwenden. Es gibt nur eine Ausnahme. Ich mache den letzten Schritt jetzt absichtlich rückgängig und füge das noch einmal ein, allerdings mit benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis. Ich kann hier nämlich festlegen, ob Seitenzahlen angezeigt werden, ob die rechtsbündig eingestellt sind. Ich kann Füllzeichen auswählen. Ich kann hier verschiedene Formatvorlagen aktivieren. Und das Wichtigste aus meiner Sicht, ich kann verschiedene Ebenen anzeigen lassen. Ich kann zum Beispiel bei sehr tief strukturierten Dokumenten sagen, bitte zeigen mir nur die erste Ebene an. Bildungsebene, das passt normalerweise so. Okay, und jetzt zeigt er mir nur die oberste Ebene an und nicht auch irgendwelche Unterüberschriften, die ich vielleicht hier für einen Überblick gar nicht haben will.